Hallo liebe Genossen, Comrades und Tovarisch. Willkommen zurück zu Workers and Resources, hier auf dem Kanal vom Astral Silver. Soviet Republic natürlich gehört auch dazu. Und ihr seht es, ich habe hier das Einstellungsfenster auf. Denn bevor wir mit dieser Episode beginnen, da wollte ich euch gern die letzte Neuerung im Spiel zeigen. Genossen, schaut es euch an. Ein weiterer Button ist hinzugekommen hier. Und es ist einfach fantastisch. Es bietet jetzt die Möglichkeit, auch in alten Spielen die grundlegenden Spielsettings oder Settings sagt man so, ne? Die Einstellung, die man ja ursprünglich nur einmal beim Beginn eines neuen Spieles einrichten konnte, im Nachhinein jetzt zu verändern. Und das ist fantastisch, Genossen. Das ist eine fantastische Neuerung. Denn das war einfach eine absolute Unmöglichkeit vorher, diese Einstellung zu verändern. Ne? Von daher ganz großer Applaus hier für den Entwickler. Und gut gemacht. Richtig nice. Gefällt mir richtig gut, Genossen. Das wollte ich euch gerne vorab zeigen. Vielleicht auch für die Leute, die keine Zeit haben, hier für die volle Stunde Astralsilber, dass ihr wenigstens die Entwicklung am Spiel mitverfolgen könnt. Und für den Rest, der da jetzt Lust drauf hat, da würde ich vorschlagen, dass wir uns die neuesten Entwicklungen hier angucken. Derer gibt es eine ganze Menge in unserem kleinen Land, Genossen. Ich meine, jetzt liegen wir hier auch vor Anker. Vielleicht kann ich mal hier das Bevölkerungsfenster aufrufen, ne? Ihr seht es hier, wir sind im November 69. Wir sind bei 9950 Leuten. Aber, ja, November, wir können mal hier das letzte Jahr aufrufen. Das ist jetzt das Jahr 68. Im Jahr 68, hier war die letzte Episode ungefähr. Und ihr seht es wieder, jeden Winter zuverlässig verlieren wir 2000 Leute ungefähr. Na, das sind die Erfahrungen des letzten Winters. Und November, das hier ist der Dezember dann. Ne? Der Sterbemonat ist der Dezember, Genossen. Ja? Wir sind jetzt quasi hier im Jahr. 7 Grad, ja. Ich weiß es nicht. Wir müssen das wirklich gut im Auge behalten. Denn mit der Deadman Challenge, Genossen, mit der Deadman Challenge, da müssen wir ganz genau hinschauen jetzt. Ne? Ich würde vorschlagen, dass ich das Ergebnis hier mal zusammenfassend bekannt gebe. Denn ich denke, überwiegend war der Zuspruch sehr positiv. Und ich bin auch gerne bereit, das einzugehen, diese Challenge, denn es zwingt mich ja auch beim Spielen noch genauer hinzuschauen und verleiht dem Ganzen ja eine weitere Ebene des Aufpassens, besser gesagt eine unendlich viele weitere Möglichkeiten, wo es auch schief gehen kann, Genossen, ne? Wo es aber richtig schief gehen kann. Und deswegen würde ich auch eine Einschränkung hinzufügen wollen, dass bei größeren Katastrophen oder wenn die Zukunft unserer Republik auf dem Spiel steht, dann wird das Politbüro sicher zu dem Entschlusse kommen, Einwanderer vielleicht in diesem Falle hier aus der dritten Welt zu importieren, um diese dann in unserer Republik zu nützlichen Genossen und überhaupt alles, was sie sein sollten, auszubilden. Ne? Von daher, Genossen, ich würde jetzt nicht die ganze Serie daran scheitern lassen, wenn wir jetzt Massensterben haben, dass wir das denn nicht wieder aufforsten können. Ne? Also, manchmal sind Regeln ja auch dazu da, gebrochen zu werden. Von daher, aber bis dahin gehen wir jetzt die Deadman Challenge ein. Das heißt, wir kaufen jetzt keine Einwohner mehr ein, Genossen. Wir haben jetzt unsere, 9.973 Leute, ja. Da haben wir 20 gewonnen, seitdem ich anfing, über die Challenge zu reden. Genau. Habe ich den Alarm schon gestellt, Genossen? Ich habe noch überhaupt nichts heute gemacht, ne? Ich stolper hier mit euch in diese Episode rein. Wollt ihr da wirklich mitkommen? Wollt ihr da dabei bleiben? Es gibt viel zu sehen, das verspreche ich euch. Also, komm mit, ich freue mich. Bam, 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 bam. Ja, schön, dass ihr dabei seid, Genossen. Ich habe die Stunde gestellt und
Ja, ich befürchte, dass die wieder schnell vorbeifliegen wird. Ne? Bei dem, was es alles zu tun gibt. Genau, wir hängen hier immer noch an Bord vom Hopper 1. Ihr seht es hier. Hat der Hopper 1 inzwischen mal Kohle geladen? Ja, so langsam lädt er hier. Ja, ihr seht es, ne? Wollen wir uns mal die Kohleversorgung anschauen. Hier wird er geladen, genau. Hier ist ein Zwischenspeicher. Na, der ist ja voll, Genossen. Der ist ja voll. Nur hier gab es auch Probleme mit der Stromversorgung. Das seht ihr hier. Na, das ist, glaube ich, hier dieses Hindernis beim schnellen Laden, Genossen. Von daher, das versuchte ich aber auch schon anzugehen. Nur wirklich erfolgreich war das ja offensichtlich nicht. Ne? Wo kriegt er denn seinen Strom her? Ja, ja, von den beiden. Was hier? Ach, hier ist wieder wegen Mod-Gebäude das Kabel nicht fertig geworden, Genossen. Ja, das müssen wir kaufen. Das ist wieder hier die Ausnahme, weil wir es nicht selber bauen können. Konstruktion mit Rubel finanzieren. Ja, das machen wir jetzt. Genau. Und dann sollte eigentlich die Stromversorgung sich hier ein bisschen stabilisieren. Ganz im Gegenteil, bricht komplett zusammen. Ja, nice. Wirklich? So soll das hier laufen? Wie viel zieht denn der hier maximal? 1,1 Megawatt. Ich meine, wir haben gerade 2, noch was dazugeschaltet, ne? Wieso haben wir hier so Spannungsschwankungen, Genossen? Das ist, gefällt mir nicht. Unser Kraftwerk läuft sauber durch. Sind wir hier am Limit? Kann das sein? Hier ist doch noch, Potenzial, oder? Gut, ich nehme an der Grenze beim Export 10% runter. Mal sehen, ob das was bringt. Hier, gehen wir hier mal rauf. Und nur noch 50%. Okay. Also haben wir hier... Wir sehen, unser Kraftwerk ist direkt entlastet hier. Ne? Geht runter auf 20 Megawatt. Hier sind es nur noch 19 jetzt von der Produktion her. Bringt das aber was bei der Stromversorgung hier beim... Nee. Problematik ist immer noch da. Genossen. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ah. Hm, warum das denn jetzt hier? Ah, hier geht's weiter. Ja, das müssen wir auch kaufen. Stimmt, das Kabel ist nicht fertig. Ja? So, ist jetzt die Stromversorgung da? Jetzt ist sie da. Okay. Hier liegt Spannung angenossen. Das sehen wir hier, ne? Der Zeiger schlägt aus und ja, leider ist das Schiff beladen jetzt. Das heißt, wir können nicht mehr prüfen, inwiefern das jetzt Auswirkungen auf die Beladung hat. Aber das macht nichts. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, Genossen. Der Plan ist nämlich, hier mehrere von den Hopper-Schiffen im Pendelverkehr fahren zu lassen. Wow, wir sehen auch schon, das nächste Hopper ist fertig. Hopper 2, wie schön. Und Hopper 2 wird, denke ich, auch... Wird der schon den ersten Kies rüberbringen? Ja, ne, Genossen? Hopper 2 wird unser Kiestransporter werden. Sehr gut. Geben wir ihm erstmal hier seinen Hoppernamen. Hopper 2. Und das wird der Kiesfahrer. Okay, das heißt... mache jetzt die Route über den Hafen und nicht über das Routentool. Weil hier holt er den Kies, ne? Der wird hier geliefert, hier läuft er zum Hafen hin. Das heißt, den können wir hier abholen. Hier laden wir, an dieser Station laden. Ja, hier kann man nicht aussuchen jetzt, was man laden kann. Okay, dann mal sehen, ob sich das noch ändert. Und hier ausladen, Genossen. So, hier ausladen. Ja, das ist funny, können wir nicht sagen. Bitte Kies laden. Woher weiß ich denn, was er jetzt lädt? Oder geht wirklich nur ein Produkt pro Ladehafen? Das wäre natürlich ein bisschen schade, ne?
weil ich hier extra die doppelte Vernetzung rangebastelt habe. Hier seht ihr, Genossen, der Hafen kann hier Kohle ziehen und hier den Kies ziehen. Dachte ich so, oh, sind ja zwei Schiffe, zwei Parkplätze, kannst du gleichzeitig Kohle und Kies beladen. Aber anscheinend Pustekuchen. Schauen wir mal, er muss ja hier, haben wir den gestartet, ja, ne? Der fährt jetzt hier rückwärts raus, schauen wir uns das nochmal an, das Spektakulum. Und nehmen das hier raus. Beladen von allem. Na, da bin ich mal gespannt, Genossen. Gibt es hier echt keine Option? Verfügbare Ressourcen von Conveyor. Verfügbare Ressourcen. Ist nur Kohle verfügbar? Wieso ist Kies? Verfügbare Ressourcen von Tower. No Road Connection. Genau, hier haben wir Kies. Und hier haben wir Kohle zur Verfügung. Und Treibstoff ist im Hafen. Besser gesagt, in dem Treibstofftank, der dahinter geschaltet ist. Gute Frage, oder? Ist er hier schon auf Grund gelaufen? Och, ob er zwei ist, das hier so ein Captain, wie hieß er? Captain Scatini, oder? Ja, das ist aber nicht gut, Genossen. Haben wir hier ein Problem, oder? Ja, wir haben ein Problem. Wir hätten auf Starten gehen müssen. Genau. Okay, also was eigenes Verschulden, der ist quasi abgetrieben und weil Astra Silber da den Leinenlosbefehl nicht erteilt hatte. Na gut, jetzt fährt er aber los. Also behalten wir das mal im Auge, Genossen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob was er lädt. Kann ich das hier echt nicht einstellen? Doch jetzt ja, Genossen, jetzt können wir sagen, Kies laden. Ja, auch eine Sorge weniger. Gut so. Also beladen Kies. Und entladen Kies ist klar. Aber beladen, warte bis du beladen bist. Und entladen auch, warte bis du entladen bist. Bei den Binnenschiffen da, da dauert die Fahrt ja ewig. Von daher, die können nur voll oder leer dann durch die Kante fahren. Eigentlich wäre es auch schön, von oben wieder was mit runterzunehmen, Genossen, ne? Aber das wäre vielleicht in einem weiteren Entwicklungsschritt möglich, denn in der Nähe von den Eisenvorkommen sind auch noch die Uranvorkommen, Genossen. Und rein theoretisch könnten diese Hopperschiffe ja die Kohle und den Kies nach oben, also ich sage jetzt nach oben, nach Richtung Eisenhüttenstadt transportieren und auf der Rückfahrt nochmal anhalten und dort Uranerz laden, was wir denn meinetwegen in eine kleine Nuklearstadt hier entladen könnten. Die könnten wir ja hier hinsetzen, neben Klein Kuwait. Da wäre das auch noch in Reichweite, ne? Das wäre dann einfacher zu realisieren. Ja, hier könnte man theoretisch dann die Neutronenstadt errichten. Ja. Und wenn sie hier das Uranerz entladen haben, sind sie wieder leer. Dann können sie weiterfahren, hierhin und wieder vollladen, ne? Ja, das gefällt mir, die Idee. Die Idee gefällt mir, Genossen. Aber, na gut, das ist Jahrzehnte hin. Sind wir ehrlich. Die meisten werden sich gar nicht mehr an diese Zeit erinnern, wenn es soweit ist. Dann, Ja, Genossen, es wird kälter, minus 7 Grad. Ich mache mir schon wieder Sorgen um die Bevölkerung. Aber Pustekuchen, man wächst hier fröhlichst vor sich hin. Es ist auch erst November, ne? Anfang Dezember haben wir gesagt. Anfang Dezember geht's in den Keller. Letztes Jahr war es hier, da ging es hier in den Keller. Da hatten wir hier auch noch 10.000 waren wir hier. 10.046 in höchsten Ständen. Und das ging dann richtig runter auf, was ist der Endstand hier? 8,3. Und in diesem Jahr, ja, es fiel ja noch weiter hier. Wir fielen ja auf bis 7.300 hier in der unteren Base, um dann wieder anzusteigen hier auf den Stand jetzt, ne? Den wir jetzt auch haben, auf knapp 10. Ja, Genossen, von daher, es muss was an der Gesundheitssituation unserer Bürger getan werden. Das war meine Überlegung daraufhin. Und diese Überlegung führte zu dem Bau
dieses Krankenhauses genossen, was ich ein äußerst schönes Gebäude finde. Schaut es euch an, das ist das Strausberger Krankenhaus jetzt. Und es ist ja auch besucht, ne? Hier sind ja 3 Patienten da. Ihr seht es, dass hier auch die Krankenwagen unterwegs sind. Ja, da haben verschiedene Krankenwagen hier, aber alles B1000, ne? Da bleiben wir bei unserem republikweiten Standardmodell. Komm, wir können ja mal reinhoppen, mal sehen, wo er hinfährt hier. Ja. Das Krankenhaus, denn ich hoffe, dass diese übertriebene Sterblichkeit im Winter oder während der tiefsten Temperaturen, dass das aufgrund der mangelhaften Gesundheitsversorgung ist. Ja? Also könnte ich mir vorstellen. Ja, schön hier in der Kleingartenkolonie sind wir wieder, ne? Ja, hier mit ihrer schönen Halle. Ja. Ja, das ist eine nice Ecke, wirklich. Aber von der Wohnqualität wird es von unserer Bevölkerung her nicht so geschätzt. Muss man auch mal ganz realistisch sein. Ach, sind wir jetzt nur vom Krankenhaus zur Tanke gefahren, Genossen? Ist das wahr? Ja, ne? Wir sind nur eben schnell mal tanken gefahren. Aber da geht es auch schon wieder los. Und einen Einsatz will ich hier doch schon mal mitbekommen. Mal sehen, wie das so läuft. Ob das gut organisiert wurde von den Genossen hier. Genossin Gesundheitsministerin. Ja. Ah, schön hier mit den Bussen, ne? Herrlich. Ja, Genossen, was gibt's sonst Neues? Außer dem Krankenhaus. Da haben wir jetzt auch die Fernstraße von Kolditz bis zur Grenzstation Frankfurt-Oder. Die ist inmittels eine Autobahn. Das ist ein riesiger Fortschritt. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Und ansonsten machen die Umbauarbeiten in Kolditz Fortschritte, Genossen. Kolditz entwickelt sich irgendwie unbewusst zwar immer mehr zu so einer kleinen Stadt. Und nachdem wir ja diese 3, teilweise 4-geschossigen Wohnhäuser abgerissen hatten, haben sich dennoch wieder neue Wohnhäuser dieser Art gebildet. Jetzt auch am Wasser, Genossen. Und einen neuen Leuchtturm gibt's. Also, ja, das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Und derweil fahren wir hier noch ein bisschen Krankenwagen spazieren in Strausberg. Denn in der letzten Episode, und an der Stelle muss ich jetzt auch aussteigen, damit ich euch das sinnvollerweise auch mal zeigen kann hier. So, in der letzten Episode war ich ja mit der Tatsache konfrontiert, dass dieser Tunnel, der hier unsere Trolleybuslinie verbunden hat mit mit dieser Station, dass der gar nicht Trolleybus geeignet ist, ne? Und da baute ich so ein hässliches, eine hässliche Hilfskonstruktion, die so beleidigend fürs Auge war, Genossen, dass das nochmal abgerissen wurde und durch diese etwas minder hässliche Konstruktion ersetzt wurde. Und das soll jetzt auch vorerst hier der Endstand der Bauarbeiten sein, ne? Genau. Ja, ihr seht es, das Chaos an der Hochbunker-Busstation, das hat auch noch nicht wirklich nachgelassen. Und ich bin nicht von der Wirkungsweise hier, oder besser gesagt, wie nennt man das, wenn was gut funktioniert, ne? Von der Produktivität, ja, von der Effektivität. Ich bin nicht von der Effektivität dieser Busstation hier am Hochbunker überzeugt. Ja. Ja, vielleicht auch zu viele B1000, ne? Da sind ja eine ganze Menge. Ihr seht es hier, die da ein- und ausfahren. Aber da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Da wollen wir uns jetzt auch nicht drum kümmern, Genossen. Ihr seht es hier, das Krankenhaus ist gut besucht, ne? Auch so richtig kranke Leute, ja. Und was wir im Auge behalten könnten, Genossen, um das zu überwachen, ob das hier eine sinnvolle Maßnahme war, das wäre hier diese durchschnittliche Lebensdauer. Die müsste ja eigentlich steigen, Genossen, ne? Wenn wir ein Krankenhaus mehr haben, dann ist doch das doch super für die Leute. Das heißt, dieses Jahr die durchschnittliche Lebenserwartung, so würden wir es ja nennen, ja, die ist angestiegen, ja. Scheint jetzt aber schon wieder zu fallen irgendwie, ne? Scheint schon wieder zu fallen. Ihr seht es auch, unsere Bevölkerung absolut fällt auch. 9.950 Leute. Ja, ich muss das echt ausklamüsern mit
mit der Heizung, Genossen. Wenn wir nicht jeden Winter 2000 Leute verlieren würden, ne, dann könnte man locker aus dem Bevölkerungsüberschuss, den wir da so produzieren, die ganzen Neuansiedlungen speisen. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Idee, finde ich. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Temperaturen an in den Gebäuden während der tiefen Temperaturen hier. Da haben wir es. Unter 24 Grad sollte es ja, oder es sollten 24 Grad sein. Das heißt, dass die Heizung gut funktioniert. Ne? Das heißt, wir schauen jetzt mal, ob hier Ecken dabei sind, wo es weniger ist. Nee, ne? Es ist überall 24. Soweit das Auge reicht. Hier sind 20, aber das ist das Heizkraftwerk selber. Hier ist, selbst hier die Verarbeitungsanlagen. Alle haben sie ihre 24 Grad. Mine hat nichts. Okay. Wie sieht's hier aus, Genossen? Ja, hier sehen wir jetzt Colditz, ne? Colditz, wie es leibt und lebt. Und wir sehen auch hier ein kleines Heizkraftwerk, was hier tapfer vor sich hinläuft. Und das ist auch eins aus dem Dreier-Set der polnischen Heizkraftwerke, was ich in dem Special mal vorgestellt hatte, ne? Und ich meine, das ist die kleinste Version davon. Richtig schön finde ich das, richtig nice. Passt überall mit rein. Ihr seht es auch schon, hier einer dieser IFA G5, der beliefert die hier mit Kohle. Dauert natürlich auf den verschneiten Straßen. Ja, Colditz, Genossen, haben wir überall 24 Grad in Colditz? Hier, ja gut, in dem Freilichtamphitheater, dass wir da draußen keine 24 Grad erreichen können, ist klar. Aber ihr seht es auch hier, der Heizkessel ist auch, gerade mal halb warm, ne? Gerade mal halb warm. Schauen wir mal auf der Burg. Weil irgendwo müssen doch Lücken sein hier in unserer Heizungsversorgung, sonst würden die Leute uns doch nicht so wegsterben jedes Jahr. Denke ich mal, oder? Hier sind 23. Aha. Hier vielleicht zu wenig. Könnte das sein, Genossen? 24? Hier sind überall 24. Ja, come on. Überall hier. Ne? Ja. Ja, das sieht gut aus, Genossen. Also ich sehe jetzt hier keinen Handlungsbedarf. Von daher ist es vielleicht doch wirklich nur auf die Gesundheitsversorgung zurückzuführen? Kann das sein? Dann müssten sich die positiven Effekte hier unseres neuen Krankenhauses allerdings irgendwann mal bemerkbar machen. Hoffe ich mal. Dieses Jahr, November, genau. Dieses Jahr, durchschnittliche Lebenserwartung. Ja. Eigentlich ist die durchschnittliche Lebenserwartung dafür ein guter Indiz. Ja, ne? Die Gesundheitssituation, die haben wir ja hier über die Republik. Und die sehen wir hier jetzt, ne? Sehen wir die jetzt, wenn ich die hier... Gesundheit. Das ist die Gesundheitssituation. Das weiße Gesundheit in Prozent. Das heißt, das fällt. Das fällt, Genossen. Gut, es fällt jetzt mit den fallenden Temperaturen. Wir sind jetzt Ende November. Nee, stimmt auch wiederum nicht, ne? Wann war denn das hier? Hier. Wann war denn das sozusagen? Das Mitte September. Mitte September war quasi der Höhepunkt unserer Gesundheitsversorgung. Genossen, ganz verstehen tue ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Fielen im September vielleicht schon die Temperaturen. Kann sein, ne? Ja. Dass wir dann schon in die Heizperiode eintreten. Nur, wir sehen ja, dass hier überall, dass jedes Gebäude, selbst bei den schwierigen Witterungsbedingungen hier, mit minus 10 Grad, dass jedes Gebäude anständig beheizt ist. Oder hier in der Kleingartenkolonie, gibt es hier Probleme? Ja, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus, Genossen. Auch wenn die Temperatur hier nicht angezeigt wird.
können natürlich 90 Grad haben, aber reicht das nicht, solange sie ihre 24 Grad effektive Wohnraumtemperatur haben? Ja. Hier sieht man an Wohnqualität 60%. Ja. Ist nicht so populär, ne? Aber dafür bietet diese abgeschiedene Lage ja auch diverse Freiheiten und hast deine Ruhe mehr oder weniger vom Stadtleben denn dort. Genossen, das ist Strausberg, wie es vor sich hin wächst. Und wir sehen hier unseren Hopper. Da ist er auf dem Wege mit dem Kies, ne? Das ist unser Hopper 2, genau, Genossen. Das wäre denn die erste Kieslieferung, die hier in Richtung, Richtung Eisenhüttenstadt unterwegs ist. Aber das dauert auch ein bisschen. Da können wir ganz beruhigt sein, dass das braucht ein bisschen Zeit, Genossen. Ja, schauen wir uns mal hier um, oder? Schauen wir uns mal hier um. Wir sehen es hier, minus 8 Grad im Gebäude. Ja, das ist natürlich eine Todesfalle für unsere Leute. Die Baustelle ist warm, okay. Von daher die erste Bevölkerung hier, würde ich vorschlagen, dass wir die denn im nächsten Frühjahr übersiedeln von Strausberg oder von Colditz aus. Ne? Dass wir die Leute irgendwo abziehen. Aber bis dahin müssen wir eine sichere Heizungsversorgung hier haben, die natürlich dann durch diese Arbeiter gespeist wird. Wir müssen auf jeden Fall die Stromversorgung sicherstellen. Die Feuerwehr muss besetzt sein. Also das sind eine ganze Menge Erfordernisse, die sich an die Inbetriebnahme hier von unserem neuen Siedlungspunkt stellen. Ja, ja, Genossen. Ich werde erstmal einen Schluck trinken hier, bevor ich hier zu viel ins Reden gehe. So. So, Genossen. Dieses Gebiet hier, das kann ich euch auch mal zeigen, denn hier im Dunkeln sieht das ja auch ganz gut aus. Das wird unsere neue, die Eisenförderzone werden, genau. Hier haben wir die Eisenmine. Geht hier über in zwei von den großen Rohstoffspeichern. Und die verteilen sich dann quasi jeweils auf zwei Stränge von jeweils drei von den Eisenverarbeitungsanlagen. Ne? Das seht ihr hier, hier kommt das Eisenerz rein, das läuft hier in. Und hinten, ja, was hier gesammelt wird, geht dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Kommt hier zusammen mit dem verarbeiteten Eisen aus dieser Anlage. Und zusammen mit den anderen beiden trifft es sich dann hier. Und hier ist auch der zentrale Ausgang für unser Eisen dann, Genossen. Und das kommt ganz gut zusammen, denn hier haben wir bislang den Ausgang für die Kohle. Ja, also hier ist das Eisen und hier ist die Kohle. Das heißt, dass wir hier irgendwo in der Mitte, Genossen, und das ist der Plan, dass wir da dann auch die Stahlindustrie aufbauen können. Ne? Denn ich sag's ganz ehrlich, ich will weder die Kohle noch das Eisen irgendwie mit der Bahn durch die Gegend fahren müssen. Das soll alles schön per Förderband laufen, da wollen wir nicht hier in zusätzliche Infrastruktur investieren müssen. Und ich meine, die Chance zum Export haben wir sowieso. Bei der Kohle könnten wir einfach ein paar Hopper an die Grenze laufen lassen. Oder über die Grenze. Über den Jordan, nee, wie sagt man denn? Ja, über die Grenze. Also die müssen halt bis zur Kartenbegrenzung fahren. Jesus Astral, da hast du dir aber einen abgebrochen. Ja, ja, so ist das manchmal, ne? Genau. Da hast einen Knoten in der Zunge, kommst auf das Wort nicht, ne? Ja. Naja. Und beim Eisen, das, da könnte man ja auch einfach hier links, warte mal, Genossen, wir steuern das mal an. Theoretisch, wenn man es exportieren wollte, ne? Hier irgendwie, hier dann mal so einen Hafen mit ransetzen und ein paar Hopper hier dem Fluss entlang schicken. Und dann sind sie hier im Ostblock und können auch hier im Westen sogar. Ne? Das ist schon, ist eigentlich strategisch gesehen eine super Lage, Genossen. Das wollen wir nicht unterschlagen. Ne?
Ja, da sind die Verarbeitungsanlagen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Astral, du hast doch ausgerechnet, 5 Anlagen reichen. Wieso denn 6? Gute Frage erstmal. Ne? Das mal vorab, gute Frage, weil habe ich auch drüber nachgedacht gehabt. Bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass aufgrund der Personalsituation und gewisser, Fluktuation in der Belegschaft, durchaus sinnvoll sein kann, 6 von den Anlagen zu haben. Das heißt, es ist ein bisschen Overkill, aber ja, mal schauen. Es hängt ja auch davon ab, inwiefern die Mine denn besetzt werden kann. Ne? Weil da dachte ich, wäre es zur Personalversorgung vielleicht ganz nett, wenn man hier eine von den Seilbahnen laufen ließe, Genossen. Ne? Ich meine, das Gelände ist ideal dafür und müssten halt nur schauen, dass bis dahin hier genug Bevölkerung angesiedelt ist. Ne? Und dass wir die gut versorgen und mit allem Möglichen. Ne? Die gehegt und gepflegt werden. Die dürfen uns nicht wegsterben, Genossen. Und die müssen auch hier Nachkommen zeugen. Ne? Die müssen fruchtbar sein. Also da muss den Import von Elektronik, das sollten wir nochmal überdenken, Genossen. Ja, vielleicht können wir da noch nachsteuern, dass wir hier unsere Reproduktionsrate ein bisschen hochkurbeln können. Das wäre mal interessant, ob es da irgendwelche Einflussmöglichkeiten drauf gibt. Aber ja, da können wir später dann schauen, wenn hier ein bisschen was passiert ist. Denn bislang, sind wir ganz ehrlich, bislang ist es ein Stützpunkt hier mit den Baubüros. Die sind auch fertig, Genossen. Das heißt, hier können jetzt auch Fahrzeuge zugewiesen werden. Und die werden dann aller Tatkräftigst hier die Bauarbeiten unterstützen können. Ist nur die Frage, wo können die Genossen wiederum ihre Arbeitskräfte abholen? Und die Frage kann ich euch ehrlich auch nicht beantworten. Ne? Also, wo wir jetzt noch Leute zur Verfügung stellen können, ich weiß es nicht, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Ja, was ich aber weiß, ist, dass wir immer noch Arbeiter hier für unsere Baustelle benötigen, Genossen. Alles ist da, 344 Arbeitstage, das heißt, da muss noch was passieren, Genossen, ne? Aber schaut es euch an, also es gefällt mir wirklich gut bisher. Die untere Hälfte, der Unterleib der Dame ist schon fertig. Ja. Schöne Beine hat sie auch. Ja. Nice, nice. Und da reckt sie ihr Schwert in die Höhe. Ja, das wird wirklich das Wahrzeichen hier von Eisenhüttenstadt werden, Genossen. Ne? Und dementsprechend wird Eisenhüttenstadt auch attraktiv werden für unsere Einwohner hoffentlich, die sich dann hier in Scharen ansiedeln werden. Und um den Winter jetzt hier möglichst schnell zu überbrücken, werde ich die Beschleunigung mal reinwerfen. Denn ich habe die Hoffnung, Genossen, dass wir in dieser Episode noch im Frühjahr jetzt die ersten Umsiedlungen vornehmen können. Ne? Von daher wollen wir schnell ins Frühjahr durchstarten. Denn ich denke, von der Infrastruktur reicht das eigentlich, was wir hier jetzt haben. Wir haben Geschäft, wir haben wir haben Lebensmittel, also eine Kaufhalle, wir haben Elektronikladen, wir haben hier eine Kneipe, wir haben eine Schule, wir einen Kindergarten haben wir und eine Klinik, genau. Eine Schule wäre aber ja hier noch das Miniaturgebäude. Wo hatten wir es denn hingesetzt, Genossen? Wo ist es denn? Da hatte ich doch wieder. Hatte ich das wieder abgerissen? Das gefiel mir nicht, ne? Nee, das hatte ich abgerissen, Genossen. Wir müssen noch eine Schule bauen. Wir müssen eine Schule bauen. Lass uns mal schauen. Denn eine Schule haben wir hier noch nicht und die muss hier hin. Die können natürlich theoretisch hier auch mit dem Bus, mit dem B1000 nach Strausberg fahren und von dort aus versuchen, sich in eine Schule durchzuschlagen. Aber den Weg können wir denen ja auch ersparen, den armen Kiddies. Von daher, hier 2 Arbeiter ist ein bisschen wenig, oder? Reicht das hier eine kleine Village School. Na, Village School war die. Klein ist die hier ja nun wirklich nicht. Ne? Nee, sieht aber gut aus, Genossen. Sieht gut aus. Ja. Ja, gut, aber die kann es jetzt nicht werden, das ist klar. Hier sowas schon eher. Sowas schon eher. Welche haben wir denn hier? Ui, das in Kyrillisch. Das kann ich nicht so gut lesen. Bojonka. Na gut,
Ja, müsste ja in der Nähe des, der Busstation und hier der Wohnhäuser sein, ne? Genau. Dann, Genossen, hier würde sie auch ganz gut hinpassen, finde ich sogar. Zeige mal. Ah, hier ist wegen des Parkplatzes, kommen wir hier natürlich nicht ran, von der Straße her. Die Straße brauchen wir ja für den Bau, ne? Ja. Ich will das hier eigentlich nicht zubauen, Genossen, weil hier die ganzen Fernwärmeleitungen rauskommen, ne? Und, das alles zuzubauen wäre ein bisschen blöde, wenn man dann nachher noch ran will. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir die vielleicht hier hinsetzen. Auch wenn das jetzt, auf der anderen Seite hätte es mir besser gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ist das schon zu weit weg von der Busstation? Nee, ne? Das müsste noch gehen, so. Das müsste noch gehen. Ja, oder können wir die so hinsetzen? So könnten wir die hinsetzen, Genossen, und die Straße nach dahin durchziehen. Ja, das könnten wir machen vielleicht, ne? Zeig mal. Ja, dann haben wir genug Platz hier hinten noch für die Fernwärmeleitung. Und haben dennoch unsere Schule hier in der Nähe. Und jetzt nehme ich auch die Asphaltstraßen, denn mit den Laternen. Denn da können die Leute ja noch besser drauf laufen, Genossen. Ne? Das ist ja auch wieder ein Vorteil. Den darf man auch nicht ganz unterschlagen hier. Ja, hier so ganz knapp am Kindergarten vorbei. Ja, eine andere Option haben wir beinahe nicht. Nee, eine andere Option haben wir beinahe nicht. Ja. Naja, und dann hier in der Mitte rein, ne? Ja, so dann mal. Okay. Ja, so ist nice. So ist nice, so gefällt mir, Genossen. Okay. 20 Grad. Ja, auf der Baustelle sind es immer 20 Grad, glaube ich. Das können wir mal ausschalten, das Overlay. Hier haben wir jetzt genug kontrolliert. Wir haben überall gesehen, dass bis auf Eisenhüttenstadt überall 24 Grad sind. Ne? Das heißt ja eigentlich, die Wärmeversorgung ist ausreichend. Wie sieht es mit unserer Bevölkerung aus, Genossen? Diesen Winter will ich das mal hier im Auge behalten. Wir sind im Dezember jetzt, dieses Jahr. Und die Todesfälle, hier sind sie. Geht runter. Actual geht so runter, Genossen. Ist auf jeden Fall weniger hoch als vor einem Jahr, ne? Letztes Jahr. Die Todesfälle. Ja, schaut euch das an. Der Dezember letztes Jahr war ein Horror-Dezember mit über 200 bis teilweise 400 Fällen pro Tag. Kann das sein, pro Tag? Ja, ne? Oder? Nee, pro Tag. Das kann nicht sein, nee. Nee. Wie ist denn das gemeint? Im Monat denn? Kumuliert im Monat? Also addiert im Monat sozusagen? Was heißen die 400 hier? Todesfälle. Weil im ganzen Jahr 6700. Ja. Gut, das gilt es noch zu ergründen, das Geheimnis, Genossen. Da vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöde, um das zu verstehen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Das darf man nie ausschließen. Aber dieses Jahr, Todesfälle, wie sieht es jetzt aus? Jetzt geht es wieder hoch, Genossen. Wir sehen es. Ne? Der letzte kleine Kniffel hier geht nach oben. Minus 13 Grad. Ab minus 10 oder so. Geht's los. Also interessant wäre mal hier eine Temperaturkurve drüber zu legen. Ob das so halbwegs identisch ist. Ja, jetzt haben wir den Höchststand dieses Jahr wieder erreicht. Und wie es aussieht, steigt es weiter an. 99. Ja. Aber anscheinend dennoch nicht ganz so hoch wie im zurückliegenden Jahr, ne?
25. Dezember 69. Wir sind ja auch beinahe durch den Dezember durch. Und da waren wir ja teilweise hier bei 350, Index 350, was immer es jetzt heißt. Hey Genossen, seht das hier, die Weihnachtslampen gehen an. Wie schön ist das denn? Komm, schauen wir uns das Spektakel mal an hier. Na, das sieht doch nice aus, oder? Hier, unser kleines Eisenhüttenstadtgenossen. Das heißt, dass das Kraftwerk gerade mal zufällig läuft, weil der Barkassier einen Arbeiter mindestens einen rangeschleppt hat. Und die jetzt hier genug Strom erzeugen, um das alles zu beleuchten. Ja, ja, herrlich, Genossen. Ne? Hier mit der aufgehenden Sonne. Oh, schön. Schön, schön. Das ist auch wirklich eine schöne Ecke hier. Also von dem Tal hier, von den Bergen, das ja, ist ja auch so ein schön flaches Tal. Also super Baugelände, ne? Ja, wirklich sehr schöne Karte. Ne? Das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass die Karte wirklich super nice ist. Und die ist ja auch in der Beschreibung verlinkt, Genossen. Also wenn ihr da Interesse habt an der Karte, dann schaut in die Beschreibung. Ganz, ganz unten ist Link zur Karte mit aufgeführt. Ja, ja, Genossen, das geht voran hier. Ne? Wie sieht's mit unserer Sterblichkeit aus? Ich will es nicht aus dem Auge verlieren, wirklich nicht. Wir können besser mal die Temperatur ausschalten. Und weil ich würde gerne den Grund dafür mal langsam wissen. Ne? Das geht ja auf Dauer nicht so. Also dieses Jahr ist auch so gut wie vorbei. Und anscheinend haben wir es dieses Jahr besser im Griff als letztes Jahr. Das ist ein gutes Zeichen, Genossen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt wahrscheinlich, dass unser Krankenhaus hier doch das neue Hospital hier einen deutlichen Einfluss hat. Ja. Komm, wir fliegen mal rüber nach Strausberg, Genossen, weil hier auf dem Wege kann ich euch noch das neue Distributionsoffice zeigen, das für die Verteilung hier der Bürgerwaren, also alles, was Nahrungsmittel, Alkohol, Textilien und Elektronik zuständig, ne? Und nur für Strausberg. Ist jetzt klar noch ein bisschen überdimensioniert, aber Strausberg wird ja noch wachsen und da werden noch weitere Geschäfte hinzukommen. Von daher, ja, haben wir das ein bisschen größer angelegt, um für die Zukunft hier gewappnet zu sein. Und stolz ragt es heraus aus dem Schnee, Genossen. Schaut es euch an. Schön, oder? Hier das neue Krankenhaus. Strausberg Krankenhaus. Oh, das ist erstaunlich beliebt, Genossen. Hier, schaut es euch an. 5, 6 Patienten immer. Okay. Hätte ich gar nicht erwartet, dass hier so viele sind. Das ist der Winter, Genossen, oder? Das ist der Winter, ja. Und die Krankenwagen sind ja auch alle unterwegs. Denn bislang hatten wir ja nur das eine Krankenhaus, dieses hier. Ja. Die haben natürlich viel mehr Krankenwagen. Die haben 8 und hier haben wir nur 4. Trotzdem, von der Patientenanzahl her liegen die nicht so weit auseinander. Wir werden mal hier noch ein bisschen mehr Personal zuweisen. Das heißt, dann habe ich die leichte Hoffnung, dass wir durch diesen Winter... Ja, jetzt haben wir 1000 Mann verloren bislang, ne? Wir waren bei knapp 10.000. Vielleicht bleibt es bei 1000. Das wäre schon mal was. Dann hätten wir die Verluste halbiert. Ja. Hier stimmt auch... Doch, Stromversorgung ist okay. Das ist okay. Ich wollte gerade sagen, hier stimmt was mit dem Strom nicht, aber das sieht ganz gut aus, ja. Naja, Bevölkerungszahl bleibt halbwegs stabil, ne? Naja, schauen wir mal. Drüben in Kolbitz, da ist halt kein Krankenhaus, oder besser gesagt, da ist kein Hospital, wie auch immer, was Krankenwagen hat, ne? Genossen, hier. Vielleicht brauchen wir hier sowas auch. Vielleicht brauchen wir hier sowas auch, Genossen. Dass wir dadurch die Sterblichkeit hier
nochmal senken können. Weil die haben ja hier jetzt eine Poliklinik bekommen, ne? Dieses Gebäude hier ist das. Schaut es euch an, Genossen. Hier sind natürlich auch nicht viele. Es gibt keine Mitarbeiter. Ja, wieso denn das nicht? Wieso arbeitet denn hier niemand? Leer. Temperatur ist too low. Ja, Temperature is too low. Ja, das ist ein Killer, Genossen, ne? Das ist ein Killer. Temperature is too low. Das heißt, hier ist keine Heizung. Wie sieht's denn hier aus? Na, hier anscheinend schon. Aber auch nicht, ist auch verbesserungsfähig. Ja. Hauen wir hier noch ein kleines Heizkraftwerk mit hin, oder? Ist das, hier hatte ich doch das kleine, das ist doch das kleine Heizkraftwerk, was ich hier schon in Auftrag gegeben hatte, genau. Ja, das macht jetzt keine Fortschritte natürlich. Hier, ihr seht es, Genossen, ne? Mit dem Schornstein hier, ja. Das reicht hoffentlich, um diese Ecke hier mit zu versorgen. Und auch die neuen Wohnhäuser hier am Ufer. Ich weiß nicht, ob die denn besonders, gut, das ist der Pub, aber das hier sind die Wohnhäuser, ob die besonders kälteempfindlich sind, weil die denn da am Wasser stehen. Man weiß es nicht, ne? Wie viel Speicher haben die denn? Steht 1000 Liter. Ist das viel, Genossen? 1000 Liter ist nicht viel, ne? Nee, ist nicht viel. Sonst haben wir hier doch Kubikmeterangaben, ne? Ja, hier sind es Kubikmeter, genau. Und ein Kubikmeter, Genossen, ist doch 10.000 Liter. Wenn ich mich nicht irre, ne? Das ist Kubikmeter Seitenlänge, 100 mal 100 ist 10.000. Von Oberfläche? Hey Siri, how much is one cubic meter in liters? One cubic meter is 1000 liters. Okay, also ein Kubikmeter ist 1000 Liter, Genossen. Das heißt, das ist eine ganze Menge für so ein kleines Haus hier, ne? 1,6 Kubikmeter. 1600 Liter. 8000 Liter mit anderen Worten. Okay. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass das Heizkraftwerk hier ausreicht, weil das ist wirklich das kleinste hier aus dem Mod-Paket, was ich euch auch gerne mit in die Beschreibung reinpacke. Ist auch ein neues Mod-Paket. Also es gibt da eine ganze Anzahl von Heizkraftwerken in diesem Rural Package Style. Das sind dann diese roten Backsteintexturen, teilweise auch die grauen Felssteintexturen. Ne? Das sieht ganz gut aus. Also gerade weil es sich mit vielen, vielen anderen Gebäuden schön kombinieren lässt. Ja. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut in die Beschreibung, dann packe ich es mit unter in diese List, in dieser Episode verwendete Mods. Ne? Genau. Ja, sonst machen die Bauarbeiten hier eigentlich erstaunliche Fortschritte dafür, dass unser Arbeitskräftereservoir ja nicht so groß ist, Genossen. Was hier noch in Angriff genommen wurde und auch des Zeigens wert ist, ist hier diese neue Busstation. Ja, die ist dann so im Zweier-Durchlaufverfahren, das heißt Einbahnstraße rein, zwei Halteplätze und eine ausfahrende Straße. Liegt auch direkt gegenüber hier dem Amphitheater, ja, wo unsere Bauarbeiter ja Reste entdeckt hatten und auf Befehl von ganz, ganz oben mit der Rekonstruktion dieser historischen Stätte begannen. Ne? Und das sieht richtig gut aus, Genossen. Also mir gefällt das, ja. Ne? Wenn du auch schon denkst, sitzt du hier, schaust du rüber auf Strausberg des Nächtens. Siehst die Kohleverarbeitungsanlage, wenn du mal neben der Bühne vorbeischielst, weil es vielleicht gerade nicht so spannend ist oder so. Ja, das ist eine schöne Lage hier. Ja, Genossen, auch schön mal hier im Winter und des Nächtens über
über unser kleines Colditz zu schauen. Und man muss ja sagen, wir haben ja beinahe schon eine richtige Skyline, ne? Also ich traue es mich ja kaum so zu formulieren. Aber jetzt hier ganz, ganz hinten mit dem Hospital, ja, also mit dem neuen Krankenhaus. Ja. Ja, Genossen, vielleicht sollten wir Richtung Krankenhaus noch mehr machen, dass wir vielleicht noch eins bauen davon. Wenn das doch unsere Überlebenschancen hier deutlich steigert. 8,5. 8,5, das heißt, wir haben nochmal 500 Leute verloren jetzt. Und wir sind Ende Januar. Wie war es denn letztes Jahr mit, wann ging denn die Sterblichkeit zurück eigentlich? Das Ende Januar. Oh, so richtig auf normal ging es ja erst im Februar zurück, ne? Also die ersten zwei Wochen im Februar waren auch noch schlimm. Ja. Gut, jetzt haben wir minus 10, minus 11, 12 Grad. So viel kälter kann es nicht werden. Minus 18 Grad, Genossen. Ne? Also wer bis jetzt mitgemacht hat, der kommt auch mit in den Sommer sozusagen. Das ist dieses Jahr jetzt. Dieses Jahr. Ja. Letztes Jahr, nochmal schauen. Okay, also geringe Fortschritte wurden erzielt, aber ich denke, dass wir durch weitere Verbesserungen in der Gesundheitsvorsorge dann vielleicht sogar mal nachhaltige Fortschritte erzielen können. In dem Sinne, als dass wir einen Zugewinn an Bevölkerung haben. Das wäre nice, ne? Weil selbst jetzt noch, ihr seht es, Genossen, absolut die Zahl fällt und eigentlich kommen wir doch mehr oder weniger auf demselben Stand raus wie im letzten Jahr. Traurig aber war. Der Winter, der killt uns die Leute weg hier mit den minus 15 Grad. Ja, Temperaturen haben wir kontrolliert, da weiß ich nicht, was man noch machen kann. Weswegen sind die Leute denn unzufrieden? Kneipe konnten sie nicht besuchen. Ja gut, das ist ein guter Grund, aber das ist kein Grund, um sich hier in den Tod zu stürzen oder sowas. Ne? Von daher, die allgemeine Happiness ist ja relativ hoch hier. Der erste Balken, da sind sie ja super zufrieden eigentlich. Ja, und kein Sport. Naja, im Winter ist das auch nicht so einfach, Genossen. Jetzt hier, können die Kindergarten, Kneipe. Ja, Kneipe ist doch hier ein Kritikpunkt, den man häufiger hört, ne? Vielleicht sollten wir da was machen. Hier könnte man auch eine Studentenkneipe. Ich meine, hier ist eh die Uni. Und die Studenten, die trinken doch auch gerne mal ein Bierchen. Wollen wir mal gucken, ob hier noch eine Kneipe hinpasst. Ja, ne? Komm, Astral, guck doch mal nach einer Kneipe. Ja, Genossen, das machen wir sogar gerne. Schauen wir mal, haben wir hier was Schönes für unsere Studierenden? Restaurant. Kneipe, Restaurant. Naja, das ist schon was Größeres hier, ne? Das ist schon was Größeres, Genossen. Und da stehen wir wieder hier unserem Kabel im Wege. Ah, ist natürlich schade. Ah, nee, passt nicht hin, ne? Ja, dann müssten wir das Kabel wegreißen, kurz. Weil sonst gefällt mir das eigentlich ganz gut hier, muss ich sagen. Ja. Das heißt, wir werden das Kabel kurz entfernen. Was heißt kurz entfernen? Das ist ja hier zum Mod-Gebäude. Das heißt, das Kabel müssen wir sowieso kaufen. Ja, da brauchen wir uns hier auch keinen Stress machen. 7,5 Tonnen Alkohol, das war hier das Gebäude. Aber vielleicht reicht so eine etwas kleinere Kneipe ja auch aus. Das gefällt mir ganz gut, ehrlich gesagt. Dann kommt hier nämlich noch ein kleines Stück Gehweg ran. Und, ja. Ah, will er nicht. Ja. Müssen wir in Etappen hier ransetzen. Ach nee, hier war noch ein Stück Gehweg. Okay, deswegen. Ist das so, ja? Ja, da ist ja was. Okay, naja, gut. Dann soll das so sein. Nice, nice. Ja, Genossen. Dann werde ich jetzt mal nicht vergessen, das Stromkabel wieder herzustellen. Und
das haben wir hiermit erledigt. Und das muss ich ja eh kaufen. Das muss ich kaufen wegen des Mod-Gebäudes. Und das ist denn in dem Falle halt mal so. Okay. Also, haben wir eine kleine Kneipe damit hingesetzt. Das ist gut. Die müssten wir nämlich jetzt hier an unsere... Ne, können wir erst anschließen, Genossen, dürfen wir nicht vergessen. Die können wir erst an die Alkoholversorgung anschließen, wenn sie fertig gebaut ist. Vorher, da will Workers and Resources das ja nicht. Genau. Und hier ist schon der nächste Hopper im Bau. Na, das ist Hopper Nummer 3 dann auch schon. Und der macht auch gute Fortschritte. Auch schon auf der Hälfte, Genossen. Ja, ja, ich denke, da können wir vielleicht auch ja, 2 Hopper im Jahr. Ist auch eine realistische Produktionseinschätzung eigentlich, ne? Naja. Ja, Genossen, ich werde noch einen Schluck trinken und gleich schauen wir uns die Autobahn an. Da freue ich mich auch drauf, dann können wir auch unsere Autobahn-Eröffnungsfahrt machen. Ja, das wird nice. Ja, das können wir gerne machen. Da ist ja unsere Autobahn, Genossen. Die habe ich auch schon zugewiesen, ne? Das war ja dann auch nur eine Frage von dem Anlegen einer Einbahnstraße. Und hier seht ihr das, ne? Set Road to be One Way. Und das haben wir gemacht. Und seitdem haben wir hier eine schöne Autobahn genossen. Ja. Die geht dann von hier ganz vorne. Ne? Läuft richtig ran. Hier haben sie eine Überfahrungsmöglichkeit und hier auch. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Spuren zu wechseln. Ja, oder die Richtungsfahrbahn sogar zu wechseln, ne? Wir sehen es hier, Genossen. Ich würde vorschlagen, wir machen hier mal eine kleine Probefahrt, dass wir uns das mal anschauen. Und das würde ich nämlich auch gern sehen, Genossen. Nur dafür lassen wir auch nicht die Geschwindigkeit hier auf doppelt laufen. Dafür gehen wir auf normale Geschwindigkeit. Und das ist einer der LKWs hier aus... zum Kornspeicher. Die sind auch gelb, genau. Die hier den Kornspeicher in Kolditz auffüllen, Genossen. Weil unsere Ernte ja einfach nicht ausreicht, um den Eigenbedarf hier an Pflanzen zu bedienen. Ja, ja, ja. Das wird dann immer durchs Distributionsbüro gesteuert, aufgefüllt hier. Aber der Kollege kann uns mitnehmen und das macht er auch gerne bestimmt. Ja. Aber natürlich gern die Führung hier an Bord. Ja. Wagen ist auch schön sauber heute dann. Genau. Und dann schauen wir uns das mal an, Genossen, hier. Herrlich. Sag mal, höre ich nichts? Ich höre doch hier wieder nichts, ne? Oder bin ich taub geworden? Nein, Genossen, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich hier wieder die Geräusche anders eingestellt? Guck mal her. Das ist dann, was ist denn das? Sound 3D-Lautstärke? Ja, das ist der Motor, ne? Naja, so richtig laut ist er auch nicht. Also ein W50 hört sich ein bisschen lauter an, Genossen. Das kann ich bestätigen. Aber dann lassen wir das so mal stehen. Okay. Ja. Herrlich, wer hätte das gedacht, dass unsere kleine Republik innerhalb des ersten Jahrzehntes, Genossen, na, wir sind ja jetzt beinahe Übertritt ins neue Jahrzehnt. Zeig mal, welchen haben wir heute? 12. Wir sind im neuen Jahrzehnt, Genossen. Wir sind in 1970 angekommen. Von daher. Herrlich. Ja. Innerhalb eines Jahrzehntes haben wir es geschafft. Wir haben Kolditz aufgebaut, die Ölförderung, Strausberg. Ganz stolz damit den Kohleverarbeitungsanlagen. Wir stoßen jetzt vor in Richtung des Eisens und zwar auch praktisch und mit Riesenschritten. Ja, also der Weg zur kompletten Autarkie, der ist hier ja vorgezeichnet, Genossen. Ne? Da freue ich mich drauf, ja. Das wird nice werden. Und auch das hier gefällt mir richtig gut. Die Winteroutfits und ja, wie die Gebäude denn teilweise verschneit sind. Ne? Das haben sie wirklich schön gemacht, Genossen. Ja. Hier unser Zugdepot. Mhm. Wieso bremsen wir hier so heftig ab? Hat der uns ausgebremst? Da der Barkas-Fahrer oder was? Ja, das war nicht so schön, ne? Das ist nicht so schön, Genossen. Ja, Regierungslimousine.
Hier, der Panzer steht auch noch schön da. Ja, schön, schön. Bauernhof ist auch ein schönes Gebäude, Genossen. Ich bin richtig hier gerade so ein bisschen in genießerischer, ja, Stimmung unterwegs. Hier sehen wir die Lücke in der Burgmauer durch die niedergebrannte Kirche. Und hier ist der Pflanzenspeicher, wo wir ja jetzt auch unsere Fracht abliefern. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, um auszusteigen, dem Genossen zu danken. Und den lassen wir dann auch weiter seine Arbeit verrichten. Und wir können hier unseres Weges ziehen, ganz gemütlich. Und uns wieder hier in die höheren Sphären begeben, sozusagen. Ja, Genossen, 14. Februar 1970. Und der Winter ist leider immer noch da, weil ich möchte mit der Umlagerung, was ja der, oder besser gesagt, Umsiedlung, wie nennen wir das jetzt, die Umsiedlung unserer ersten Genossen, der Pioniere hier nach Eisenhüttenstadt, da möchte ich natürlich warten, bis die Temperaturen hier über 24 Grad sind, damit mir da keine Reklamationen kommen, von wegen, wir sterben wegen Kälte. Bei 17 Grad dann oder so, ne? Das wäre natürlich super, Genossen. Nee, nee, das gibt's nicht hier. Von daher müssen wir hier noch ein bisschen warten. Aber ihr seht, die Dame wächst weiter, ne? Selbst hier im tiefen Winter, ja, wird hier fleißig dran gearbeitet. Und unser Planetarium, ja, ein bisschen weniger fleißig, ne? Ja, ist auch auf dem Nippert hier zum Fertigsein. Wirklich, das ist ja so gut wie fertig, aber nicht wirklich. Keine Arbeiter. Ja, ist das Einzige, was fehlt. 41 Arbeitstage ist ja nur wirklich nicht viel. Naja. Schade, hätte ich gern in dieser Episode noch mit euch erlebt, aber das ist heute nicht drin, Genossen. Darauf freuen wir uns beim nächsten Mal, denn jetzt unterliegen wir der Deadman Challenge von jetzt an. Ich werde auch einen kleinen Sticker aufs Thumbnail kleben und das irgendwo verschriftlichen sozusagen. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier auf dem Kanal vom Astral Silber zu Workers and Resources, Soviet Republic. Bis dahin, wenn ihr hier Anmerkungen habt und oder sonstiges loswerden wollt bezüglich Workers and Resources, schreibt es in die Kommentare. Da freue ich mich auch drüber, das zu lesen dann. Ne? Und ja, wenn ihr neu seid hier auf dem Kanal, herzlich willkommen. Das freut mich natürlich, dass hier auch neue Leute vorbeikommen. Und ja, dass wir immer mehr werden, Genossen. Das ist fantastisch zu sehen. Ne? Von daher... Oh, mein... Ihr hört es. Ja, mein Timing heute ist hervorragend sozusagen, ne? Im Gefühl. Ey, sag mal, sieht das nicht geil aus? Mit diesen Terrassen hier, ne? Im Schnee. Also das hat doch nun wirklich was. Ja. Und unsere Verschmutzung ist aktiviert. Das heißt, bald kann hier auch schmutziger Schnee liegen. Ja, herrlich. Genossen, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Macht ein Abo, wenn ihr das noch nicht habt. Gebt der Sache einen Daumen hoch, wenn ihr das wollt. Und passt euch auf euch auf. Den Abschied noch versabbelt, ne? Ja, super, Astral Silber. Kannst du super, ganz genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.